Mit dem Thema Computer und Elektronik, liebe Zuschauer, begrüßen wir Sie zurück ins laufende Programm hier bei Pearl TV. Und wir möchten Ihnen ganz gerne unsere meistbestellten Tablets zeigen. Das sind diese praktischen mobilen Computer, die Sie zu Hause genauso gut einsetzen können wie unterwegs. Wir haben aber nicht nur die Tablets und die passenden Zubehörartikel für Sie im Programm. Wir haben heute noch sehr viel mehr vorbereitet. Gerade im zweiten Teil der Sendung möchten wir Ihnen gerne auch einige Top-Handys, Top-Smartphones, um genauer zu sein, präsentieren. Und da haben wir unter anderem das für mich persönlich mit beste Telefon für die Foto- und Videofans unter Ihnen im Programm. Das ist das SP24 HD. Hat alleine schon eine 8-Megapixel-Kamera für Foto- und Videoaufnahmen, ein gestochen scharfes, schönes, großes Display, einen schnellen Prozessor und vieles, vieles mehr. Natürlich nur ein Beispiel von vielen, was wir Ihnen dann gleich im zweiten Teil dieser Sendung präsentieren werden. Jetzt werden wir uns aber erstmal ein wenig ausführlicher mit den Tablets und mit dem passenden Zubehör beschäftigen. Und ich freue mich sehr über charmante Begleitung in Form von Alexandra Philipp. Schön, ja, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Vor allem freue ich mich sehr, dass Sie mit dabei sind, denn wahrscheinlich hat die Welt rund um die Tablet-PCs Sie auch schon wahnsinnig begeistert. Vielleicht haben Sie schon ein Tablet zu Hause, dann wissen Sie, wovon wir sprechen. Vielleicht ist das aber immer noch so ein ganz, ganz großer Wunsch von Ihnen, sich ein Tablet, ein Touchlet, wie wir hier in der Pearl TV-Sprache sagen, anzuschaffen. Dann sind Sie genau richtig, dann schauen Sie ganz genau hin, denn das erste Produkt, was wir Ihnen vorstellen möchten, unser Touchlet SX7V2, das hat es wirklich in sich, denn das ist nicht nur ein Touchlet, sondern mit dem kann ich noch vieles mehr machen, zum Beispiel auch telefonieren. Und das ist wirklich nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt tatsächlich weniger als eine Handvoll Hersteller, die etwas Vergleichbares anbieten. Ich sage es gleich dazu, zu diesen Konditionen, die Sie hier unten eingeblendet sehen, ist das in dieser Qualität, mit dieser Ausstattung an anderer Stelle schlicht und ergreifend nicht zu bekommen. Theoretisch gesehen haben wir hier eigentlich 6 Geräte in einem. Fangen wir mal vorne an. Ein vollwertiger Tablet-PC mit 7 Zoll, das sind fast 18 cm in der Bilddiagonale. Schönes, großes Bild, brauchst du nicht dauernd deine Lesebrille. Richtig, genau. Du hast die beiden Telefon-SIM-Kartenschächte hier oben drin, das werden wir gleich noch thematisieren. Du hast natürlich die beiden Digitalkameras und du hast sogar noch einen GPS-Empfänger mit integriert, sodass du aus diesem Tablet jederzeit auch ein mobiles Navigationsgerät machen kannst. Mhm. Diese Geräte, alle mitgeschleppt, bedeuten kiloweise elektronisches Material. Und hier. Ne? Ordentlich Geld natürlich, Stecker, Kabel, Ladekabel und dergleichen. Das haben wir jetzt hier alles komfortabel und übersichtlich in einem einzigen Gerät. Ganz genau. Haben wir super gelöst. Ich finde es natürlich auch sehr, sehr praktisch, dass wir hier mit telefonieren können. Und du hast es eben schon angesprochen, die Dual-SIM-Funktion. Das bedeutet, hier bei uns können Sie 2 Telefone im Grunde anschließen, also sprich 2 SIM-Karten anschließen. Das macht vor allen Dingen Sinn, wenn Sie vielleicht beruflich und privat erreichbar sein möchten. Oder natürlich auch ganz, ganz praktisch, wenn man im Ausland ist. Ne? Also wenn man sich dann einfach dort eine landestypische Telefonkarte anschafft, das ist meistens preisgünstiger, obwohl die Roaming-Gebühren, also sprich die Auslandsgebühren, wenn man von Ausland aus ins deutsche Netz wieder rein telefonieren möchte, die sind natürlich jetzt noch sehr teuer, soll im Laufe des Jahres 2014 angepasst werden. Aber um generell die Kosten zu minimieren, holt man sich einfach eine Prepaid-Karte aus dem jeweiligen Land. Die stecke ich einfach in das zweite SIM-Kartenfach und schon habe ich, wie gesagt, 2 Möglichkeiten mit 2 Nummern auch kostengünstig zu telefonieren. Und das finde ich absolut klasse, weil das wirklich alle Möglichkeiten offen hält. Bitte, damit wir uns richtig verstehen, das Gerät funktioniert natürlich auch ohne eine Telefon-SIM-Karte, wenn Sie es rein als Tablet nutzen möchten. Aber viele greifen natürlich gerne zum SX7V2, weil wir jetzt hier eben die Telefonfunktion noch integriert haben. Das heißt, Sie haben Tablet und Smartphone eigentlich in einem einzigen Gerät. Vielleicht kurz nochmal zur Erklärung, was das V2 in der Typbezeichnung soll. Es gibt auch das SX7, ein sehr gerne gewähltes Gerät hier bei uns im Hause. Jetzt haben wir natürlich hier den Nachfolger und der hat alleine vom Design und von der Qualitätsanspruchsmöglichkeit hier noch 2 absolute Highlights mit dazu bekommen. So, und zwar ist das zum einen das IPS-Glas-Display hier. Schönes, vernünftig gestochen, scharfes Bild. Und was mich persönlich richtig anmacht, ich weiß, dir gefällt es auch, Alex, ganz toll, diese Rückseite hier. Das Backcover ist so toll gemacht worden. Also der Vorgänger sah ja echt auch schon wirklich rattenscharf aus. Aber der Nachfolger, der hat es wirklich nochmal in sich mit diesem gebürsteten, ja, diese Metalleigenschaft eigentlich dann auch. Ja. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Eine schöne Farbe, ein sehr, sehr kompaktes Touchlet. Das muss man an der Stelle natürlich auch sagen. Denn wir haben natürlich da auch dran gedacht, dass Sie damit ja auch telefonieren möchten. Von dem her ist es ein bisschen
bisschen größer logischerweise als ein Smartphone. Das muss aber auch so sein, denn die Vorzüge eines Touchlets, die wollen wir Ihnen nach wie vor noch geben. Eben nicht, dass man auf diesem kleinen Smartphone-Display rumhantieren muss, sondern schön kompakt. Genau, und praktisch. Ein Quadband für fast alle Handynetze der Welt ist ebenfalls mit dabei. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle filmreife Darstellung mit 16 Millionen Farben, im 16:9 Format. Flash wird unterstützt, das müssen Sie nicht vorher erst noch runterladen. Google AirPack ist mit dabei und das natürlich dank Android 4.0, das automatisch hier schon mit installiert ist. Und Android ist natürlich sehr kompatibel auch mit den ganzen Windows-Systemen. Genau, ja. Also von dem her greifen auch viele, viele Menschen schon zu Android-Systemen zu, weil eben alles miteinander kompatibel ist. Der Preis sensationell, unter 150 Euro. Wo kriegen Sie da bitte schön zwei Telefone, ein Touchlet, ein GPS-Empfänger, also rund um, das eben schon gesagt, sechs Geräte in einem. Da sollte man wirklich zuschlagen mit der PX 8845 und der 569. Also wirklich preislich absolut attraktiv mit der Ausstattung sowieso eigentlich absolut unglaublich. So, jetzt haben wir natürlich das passende Zubehör, das haben wir Ihnen versprochen. Und das, was ich Ihnen hier mal zeige, ist jetzt hier unser, ja, wie nennen wir es Sleeve, also quasi eine Art, ja, so eine Lederimitat, so eine Neoprenimitat, Schutztasche. Denn wenn sowas mal runterfällt hier, ist natürlich schnell auch mal das Glas kaputt oder mal eine Katsche oben rausgebrochen. Das kann man einfach verhindern, indem man zu einer Schutztasche greift. Das halte ich für eine durchaus interessante Möglichkeit. Und für 4,66 € kannst du ja wirklich nichts gegen sagen. Natürlich, kein Verstauben oder Zerkratzen mehr. Wie gesagt, wenn es denn doch mal runterfallen sollte, dann ist zumindest so ein gewisser Bodyguard dann auch für Sie da, der auf Ihr Touchlet aufpasst. Passend für Tablets, für Netbooks, für iPad Mini oder eben auch für unser Touchlet SX7 V2, was wir Ihnen vorgestellt haben. 4,66 €, das sollten Sie auf jeden Fall mit dazu bestellen. Den Rat kann ich Ihnen nur geben, denn wenn Ihr kleines Schätzchen erstmal runtergefallen ist und das Display ist zerkratzt, da ärgert man sich. Und wegen was? Wegen 4,66 €, die man gespart hat? Nee, bitteschön, noch mit in den Bestellkorb mit der ZX1000 und der 569. Aber es geht ja auch noch weiter. Es gibt ja auch Menschen, die ganz gerne so die Lederoptik dann auch lieben. Also das lief vielleicht auch ganz praktisch, vielleicht mal für unterwegs oder für die Freizeit empfinden. Aber gerade wenn man ja auch beruflich unterwegs ist, dann möchte man schon so ein bisschen was hermachen. Und machen wir uns nichts vor, so ein Touchlet und auch die Hülle des Touchlets ist heute vergleichbar mit einem guten Anzug von einem Vertreter, der zu mir nach Hause kommt. Weil wenn das Touchlet nicht stimmt und die Verpackung, habe ich ja auch so im Gefühl schon, das stimmt irgendwas nicht. Ne? Das ist genau der Punkt. Und deswegen haben wir natürlich auch immer das passende Zubehör für Sie im Programm. Ich gebe mal gerade hier ein Navigationsbeispiel ein. Lassen wir es mal so, wie es ist. Komm, München. Genau, also so. Denn wir haben natürlich jetzt auch die passende Tasche für Sie im Programm. Entschuldigen Sie bitte, ich war gerade etwas abgelenkt. Ne? Ja, das kann ich verstehen. Ja, ich wollte gerade mal die Route einstellen. Wird. Ist natürlich auch super, wenn du jetzt hier einfach mal so eine Schutztasche hast. Zum einen sieht die super aus. Mhm. Ist sie schön griffig und handlich. Ja, absolut. Ja, dass ganz also toll wirklich nichts passieren kann. Mhm. Noch interessanter finde ich hier diese Aufstellerfunktion. Schauen Sie mal hier. Zack. Diese Lasche hier kann man nach unten wegbiegen. Und wenn Sie jetzt mal einen Film beispielsweise, den Sie selber produziert haben oder den Sie sich aus dem Internet runtergeladen haben, mal schauen möchten, nehmen Sie einfach diese praktische Aufstellerfunktion und schon passt das Ganze. Trotzdem sind hier alle Bedienelemente noch leicht zu erreichen, sodass du jederzeit die Lautstärke einstellen kannst. Und du hast eben hier natürlich die praktische Möglichkeit, über den Klettverschluss den Winkel auch jederzeit einzustellen. Für 18,91 €, sowas liegt normalerweise bei 29,90 €, 39,90 €, je nach Anbieter. Eine wunderschöne Lederimitatoptik, die wir hier haben. Es sieht einfach klasse aus. Erinnert mich so ein bisschen an so ein Filofax aus den 90er Jahren. Genau, von der oder? Größe auch, genau so. Und wie gesagt, es ist halt einfach praktisch, weil innen drin so schön samtig. Ne? Also das heißt, dein Touchlet wird da definitiv auch geschützt vor Kratzern und das macht einfach wirklich was her. Und so eine Schutztasche, ganz ehrlich, die nimmt man für jedes Smartphone, warum nicht auch für Ihren Touchlet. Also da sollte man wirklich nicht sparen. Ja, wir haben Ihnen das SX7 V2 vorgestellt, aber wir in der Pearl TV-Welt haben natürlich noch viele, viele andere Touchlets, vielleicht für Sie, die es doch gerne mal so eine Nummer größer haben möchten. Und da haben wir doch hier was ganz Tolles für Sie, unser X8 Quad Pro mit einem 4-Kern-Prozessor. Ah, ne? Das war ein richtiger Rennwagen hier. Und vor allen Dingen auch eins der Geräte, von denen man sagen muss, bitte schnell sein. Wir haben mit einem Erfolg gerechnet, weil wir das Gerät auf Ihren persönlichen Wunsch hin so zusammengestellt haben. Also auch hier eine Kombination aus Tablet und Smartphone, auch unser X8 Quad Pro. Und dafür steht der Name oder der Zusatz eben Pro, hat ein
einen SIM-Kartenschacht, dass man jederzeit also auch hier eine Telefonkarte integrieren kann. Und das war der Wunsch unserer Zuschauer. Und et voilà, da ist es. Und mittlerweile hat also wirklich unser X8 Quad Pro von den Stückzahlen, die wir versenden durften bis hierhin, sämtliche Rekorde gesprengt. Wir haben nicht mit diesem Erfolg gerechnet. Ja. Insofern kann es also wirklich sein, dass wenn unser Bestand ausverkauft ist, die wahrscheinlich dann doch einige Wochen, um nicht zu sagen einige Monate, auf Nachschub warten müssen. Deswegen bitte jetzt zugreifen, weil auch der Preis mehr als attraktiv ist. 189,91 €, wirklich Wahnsinn. Und du darfst jetzt gleich nochmal deinen Display-Test machen, denn ich weiß, dass du das bei dem IPS-Display immer ganz gerne mal ausprobierst und mit deinem Ring klopfst. Achtung. So, et voilà. Auch hier haben wir wieder unser IPS-Glas, also wirklich ein ganz, ganz tolles Glas. Sehr robust, sehr handlich vor allen Dingen auch. Und das Touchen, das funktioniert natürlich ganz, ganz leicht. Ne? Das Scrollen, also das geht wirklich sehr, sehr easy dann auch hier bei unserem X8 Quad Pro. Auch hier ist GPS wieder mit dabei. Das heißt, hier ist im Grunde auch wieder ein Navigationsgerät mit vereint. 6 Stunden Laufzeit. Über die Laufzeiten müssen wir natürlich auch mal sprechen. Denn wenn Sie gerade beruflich aktiv sind, wenn Sie beispielsweise kleine Präsentationen auch halten müssen und haben das dann alles komprimiert auf Ihrem Touchlet drauf, dann sollten Sie natürlich auch wissen, wie lange kann ich damit aktiv arbeiten. Also bis zu 6 Stunden, das ist natürlich schon wirklich eine ordentliche Laufzeit dann auch in dem Falle. Wir haben auch hier ein ganz tolles Backcover, denn auch hier ist am Design in keinster Weise gespart worden. Eine robuste Alu-Rückseite, die sieht natürlich auch super, super klasse aus. Ne? Das ist richtig griffig hier. Es ist kein richtiges 8-Zoll-Gerät, es sind 7,85 Zoll, bevor Sie sich wundern, wenn Sie das Gerät nach Hause bekommen, hat den Hintergrund, dass wir einfach auf eine glatte Zentimeterzahl kommen wollten. Das sind ziemlich exakt 20 Zentimeter in der Diagonale. Also ungefähr noch mal 2 Zentimeter mehr als bei unserem SX7 V2. Das ist für viele einfach vom Bild her angenehmer. Und wo man das gute Stück auch zum Einsatz bringen kann, ist natürlich ganz klar in den mobilen Einsätzen, wenn man jetzt nicht unbedingt zu Hause ist. Zu Hause wählt sich das Gerät automatisch dann auch gerne in das zur Verfügung stehende kabellose Internet ein. Wenn du aber unterwegs bist, kannst du über den Telefonkartenschacht, über den SIM-Kartenschacht jederzeit über das Handynetz auch mal ins Internet gehen. Unabhängig davon kannst du damit natürlich auch noch telefonieren. Auch noch telefonieren, das ist natürlich ganz klasse. Also alles vereint in einem. Das sind Geräte, die Sie lieben, deswegen schreiben Sie uns auch immer und sind völlig begeistert von unseren Touchlets, weil eben diese Doppelfunktion einfach dann auch da ist. Sie haben natürlich auch hier wieder Zugriff auf das komplette Google App Pack. Das heißt, ganz, ganz viele Apps, die Ihnen das Leben einfacher machen können. Ne? Ich fange da einfach jetzt mal an mit dem Individualisieren von meinen Touchlets. Ich kann tolle Spiele natürlich herunterladen, wenn ich da privat ein bisschen aktiv sein möchte. Ich kann aber auch diese ganzen nützlichen Apps, wie beispielsweise die Navigations-Apps, die kann ich mir runterladen. Einfach meine aktuelle Tageszeitung, die ich vielleicht nicht jeden Tag per Abo, per Postbote zu Hause geliefert bekommen möchte, sondern einfach mal direkt, egal wo ich bin, lesen möchte. Also das Google App Pack hat wirklich Zugriff für Sie auf mehr als 2 Millionen Apps, die meisten davon übrigens auch kostenlos. Richtig, genau. Also wirklich eine tolle Möglichkeit, hier auch mal den Einstieg in die große, weite Welt der Tablets zu finden. Im 8-Zoll-Bereich fangen Sie normalerweise an, so bei 400, 450 Euro mit einem relativ kleinen Speicher. Dieser hier ist natürlich absolut flexibel. So, wir sind bei einem netten Gimmick, wie ich persönlich finde, denn für viele ist es immer unangenehm, mit den Fingern auf diesen Displays rumzutatschen. Das bringt natürlich immer dann auch diese typischen Fett-Tabs da drauf, deswegen sieht man die Leute immer hier mit dem Ärmel über das Display drüber wischen. Uns bringt eh nichts. Ist das schon mal aufgefallen? Bringt 2 Minuten später fängst du wieder von vorne an. Und deswegen nutzen eben viele diese praktischen Eingabestifte, Touchpens werden sie genannt, weil sie hier eben oben diese leichte, diesen Gumminoppen drauf haben. Und damit kannst du wirklich hervorragend hier auch umgehen. Wenn wir hier mal schauen, zum Beispiel, ich gehe mal raus aus dem Programm und mache jetzt einfach mal ein anderes Programm an. Sieht so ein bisschen aus wie ein Radiergummi, ne, auf der Rückseite, also tatsächlich eine weiche Gummispitze. Sie haben auch einen Halteclip mit dabei, sodass Sie den immer auch in Ihr Sakko zum Beispiel stecken können oder wenn Sie jetzt wirklich so ein Philo haben, so ein Philofax haben, da gibt es ja meistens dann auch diese kleinen Ösen, wo man auch die Stifte mit einhaken kann. Also da passt der auch super drauf und ist natürlich auch für alle Touchscreens, muss man dazu sagen. Richtig. Ne? So, jetzt habe ich hier mal eben schnell das Navigationssystem bei unserem X8 Quad Pro aktiviert und habe jetzt mal die Route von Köln nach Berlin einfach mal eingegeben und rucki zucki ist das gute Stück da. Dadurch, dass Sie natürlich auch bei unserem X8 Quad Pro den direkten Vergleich, also den Zugang aufs Internet haben, haben Sie auch immer das aktuelle Kartenmaterial. Aber zurück nochmal zu unserem Eingabestift.
Stift. Gerade bei solchen Geschichten, Zeichenprogrammen oder auch bei Schriftverkehr, wenn du viel tippen musst, ist das eine durchaus praktische Angelegenheit und dein Display verschmutzt nicht so schnell. Das sollten wir das nächste Mal machen. Da laden wir uns einfach mal diese App auch mit runter und malen uns mal gegenseitig. Was hältst du davon, oder? Da habe ich also wirklich überhaupt kein Talent für. Ich auch nicht. Aber stets bemüht bin ich. Ja, siehst du? Oder? Und dann gucken wir einfach mal, was bei rauskommt. Für 4,66 Euro ein ultraleichter Touchscreen-Eingabestift. Bestellen Sie sich den mit dazu, wenn Sie das auch nicht so gerne haben, mit den Fingern da rumtapsen und das manchmal dann auch diese ganzen Vertipper, ne? Hast du das manchmal auch? Da schreibst du irgendwie eine Nachricht oder sonst irgendwas, eine E-Mail und permanent vertippst du dich irgendwie, weil du das Gefühl hast, du hast ganz dicke Finger irgendwie heute. Ja, AZ 1883 und die 569. Ja, vor allem macht man mein Wörterbuch, wann Strich durch die Rechte. Dann möchte ich irgendein Wort schreiben, die Stadt oder Straße oder was. Und da kriegst du da teilweise Wortkreationen raus und dann kontrollierst du nicht mehr und schickst das am besten auch an einen Geschäftspartner. Da habe ich schon so manche peinliche Situation mit erlebt. Zurück zu unserem Thema. Sie möchten natürlich auch Ihr neues X8 Quad Pro entsprechend schützen. Und bitte, auch da haben wir natürlich die passende Universalschutzhülle für Sie. Für alle 8 Zoll Geräte, also für alle Geräte, die auf eine Diagonale von 20,3 cm kommen. Ein schönes, schlankes Design. Schauen Sie mal, das vor allem ist das so toll zusammengenäht. Toll, ne? Ich sehe das hier, ne? Gerade, das ist nochmal so bündig, so ein kleiner Rand mit drumherum genäht. Das macht es natürlich auch nochmal ganz, ganz wertig. Und wenn man so dran langt, das erinnert mich schon so ein bisschen an diesen Neoprenanzug, den man beim Tauchen anhat. Wie so ein Taucheranzug, so ein bisschen, oder? Ne? Ja, ja. Ist natürlich sehr robust und widerstandsfähig. Und wenn da mal was draufkommt, wenn da mal Schmutz draufkommt, nehmen Sie einen leicht feuchten Lappen und wischen das wieder sauber. Ist vor allen Dingen denkbar einfach von der Handhabung her. Das heißt, man steckt es einfach rein, man hat von oben noch so eine Schutzlasche. Egal, wie Sie es also halten, es kann nicht rausfallen. Es kann natürlich auch mal von mir aus mal vom Tisch runterrutschen, ohne dass nicht gleich das Glas kaputt geht. Wie oft hat man das, wenn man mal in der Stadt unterwegs ist und vielleicht feuchte oder kalte Hände hat, dann rutscht einem sowas schnell mal aus den Fingern. Damit ist es eben einfach geschützt. Und für 6,56 Euro ist es definitiv eine wesentlich preisgünstigere Alternative als all das, was man normalerweise im Zubehör im Einzelhandel bekommt. Da zahlt man für vergleichbare Qualität locker 20, 25, mitunter sogar 30 Euro. Ja. ZX1004 und die 569 für unsere Universal-Schutzhülle für das X8 Quad Pro. Aber natürlich haben wir auch noch diese wunderschöne Lederimitat-Optik-Schutztasche für das X8 Quad Pro. Und der Kollege zeigt uns gerade mal, wie praktisch das wirklich sein kann, wenn du jetzt mal einen kleinen Videozuspieler schauen möchtest. Oder wir haben vor kurzem bei uns zu Hause diese Online-Videotheken entdeckt. Ja. Amazon Love Film und Watch Ever und wie sie alle heißen. Und das ist ganz klasse, weil da findest du die ganzen Zeichentrickserien, die ich aus meiner Jugend kenne. Da schaut mein Sohn gerne mal Pinocchio und Biene Maja und solche Geschichten. Ja, ja. Und das möchtest du natürlich nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Das kannst du einfach aufstellen mit dieser Schutzhülle hier und ganz entspannt dann dein Lieblingsprogramm schauen. Also komfortabler geht's kaum. Ja, da sind die Kinder aber manchmal auch so ein bisschen schneller dran als wir. Ne? Meine Kleine sagte mir auch, ich habe mir einen Film runtergeladen, ich möchte mir den gerne angucken. Ja, wo denn? Und er sagt sie zu mir auf dem Touchlet. Ich sage, ja, da musst du die ganze Zeit das Teil auch in der Hand halten. Ja. Bis sie dann zu mir dann sagte, nee Mama, das mache ich doch ganz einfach mit dem Aufsteller. Ist das für mich wie ein kleiner Fernseher dann zu ist Hause? Clever, die, ja, ich fand das ganz toll. Ich habe da gar nicht dran gedacht an diese Filme. Ich dachte, das ist einfach, ne, wie man so ist. Man benutzt das ja dann beruflich oder aus ähnlichen Gründen. Aber du hast schon recht, die Kinder, die wissen schon, wie es funktioniert. Für 23,66 Euro auch für Sie eine Tablet-Schutztasche mit Aufsteller in Echtleder-Optik sollten Sie sich anschaffen unter der, was haben wir, die PX5926 und die 569. Jetzt werden wir noch mal größer, ne? Also wir steigern uns wirklich, es wird immer größer. Und wir sind jetzt angekommen bei unserem X10 Quad. Wow. Und das ist wirklich mal ein richtiges Highlight bei uns im Programm. Wir haben da auch gleich noch ein, zwei Kundenstimmen zu. Mm-mm. Und da wird also auch gerne mal mit dem amerikanischen Hersteller verglichen, mit dem angebissenen Äpfelchen, ganz genau. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, und da gehe ich ganz klar d'accord mit unseren Kunden, wir müssen uns mit unserem X10 Quad hinter gar keinem Hersteller der Welt verstecken. Wir haben hier eine Ausstattung drin, zum mit der Zunge schnalzen. Wir haben einen unfassbar schnellen Prozessor. 4 Kerne, deswegen X10 Quad. Wir haben hier 2 Wahnsinns-Digitalkameras mit drin. Wir haben hier einen schnellen Arbeitsspeicher. Wir haben einen 8-Kern-Grafikbeschleuniger, modernes Betriebssystem. Also wirklich all das, was du von einem modernen Tablet heutzutage erwarten solltest und erwarten kannst. Das hast du hier drin und zum Teil noch Ausstattungsmerkmale, die man an anderer Stelle so noch nicht mehr bekommen kann. Nee, und vor allen Dingen, wir sind noch dünner und leichter als das amerikanische Vorbild, kann ich es nicht sagen. Ne?
aber als der Mitanbieter. Also da sind wir nochmal wirklich dünner und schlanker mit auf den Markt gegangen. Wir haben hier eine ganz, ganz tolle Farbbrillant. Wir haben ganz tolle Wiedergabe von Spielen, natürlich auch von Bildern, von Filmen. Und wir haben hier einen HD-Touchscreen. Und das zeigt natürlich auch, dass hier ganz tolle, lebendige Farben, ganz brillante Farben dann auch für Sie zusammengetragen werden. Also wenn Sie da was aufnehmen, dann sind das wirklich gestochen scharfe Bilder. Noch dazu eben in dem schönen X10-Format, also ne, knapp 9,7, was haben wir, 9,7 Zoll, ne? Genau, das sind knapp 24,6 Zentimeter, ja, also fast 25 Zentimeter in der Diagonale. Das ist natürlich ein schönes, handliches Bild dann auch. Ja. Also das ist, also, ich sag mal, diese Urformate des Tablets. Ganz ehrlich, ne? Das ist bei uns zu Hause eine Philosophiefrage. Meine Frau mag die 7 oder die 8 Zoll Geräte lieber, weil sie natürlich kleine, zierliche Hände hat. Klar. Für die Handtasche, für unterwegs ist es für sie einfach praktischer. Ich bin ein Mann, natürlich mag ich es etwas größer, dann doch etwas lieber, gerade wenn es auch um Videos geht, um Internetseiten, die ich mir darstellen lasse, auch um Schriftverkehr. Das heißt hier, wenn Sie also auch die Tastatur aufrufen, ist das Bild trotzdem noch gut erkennbar. Also gerade diese 9,7 Zoll Klasse hat mich von vornherein schlichtweg überzeugt. Mhm. Auch wenn zugegebenermaßen die anderen Geräte, natürlich das X8 Quad Pro und das SX7 V2 mit der Telefonfunktion noch ganz andere Möglichkeiten offerieren. Klar. Hier geht es natürlich um das Bild und auch wirklich um die brillante Darstellung. Es macht richtig Spaß, weil wir hier von einem Vierkernprozessor sprechen, für die Profis unter Ihnen, mit einer 1 GHz Taktung. In Kombination mit dem 2 GB großen Arbeitsspeicher ist das Gerät in der Lage, also nicht nur die heutigen großen Programme locker durchzuspielen, ruckelfrei und ohne tatsächliche Verzögerung, sondern auch für die Zukunft ist das Gerät schon gewappnet. Und die Datenmengen werden ja immer größer. Schau dir mittlerweile mal die grafische Darstellung von diesen Spielen an. Hammer, ne? Übrigens bis 64 GB, ne, das können Sie ganz, ganz variabel und ganz individuell entscheiden, wie viel Gigabyte Sie hier reinlegen möchten. Sie haben zwischen 16 und 32, vielleicht auch 8, wenn Sie es möchten. Aber wenn ich schon natürlich ein Tablet habe, dann möchte ich damit ja auch umgehen. Ich möchte spielen, ich möchte mir Apps runterladen. Ich möchte Bilder und Videos auch sammeln. Und apropos Bilder und Videos. Meistens ist ja so, dass die Kamera, die dich anschaut, ne, um die Selfies zu machen, die ist ja meistens ein bisschen kleiner. In dem Falle hier haben wir zwei Kameras mit jeweils 2 MP. Also auch das ist natürlich nochmal ein entscheidender Vorteil. Ja. Ich weiß gar nicht, die normalen Kameras, wenn sie mal 2 MP haben, dann kosten die aber echt auch ein ordentliches Geld. Bei hier haben sie gleich zwei davon. Bist du ruckizucki schnell mal bei 300, 400 Euro mit einer durchaus vergleichbaren Auflösung. Ganz genau. Und wer schleppt heutzutage noch eine Digitalkamera mit sich rum? Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden mehr. Hier haben sie 2x2 MP vorne und auch für die Videotelefonie. Schnelles WLAN bis zu 300 Mbit und Bluetooth 4.0 ebenfalls mit dabei. Eine aktive Laufzeit von bis zu 7 Stunden. Also Sie merken das schon, dann steigern wir uns natürlich auch in der Aktivität der Laufzeit hier bei 7 Stunden. Tolles Gerät, unser X10 Quad. Und du hast eben schon die Stimme des Zuschauers noch mal erwähnt. Da kann ich nur sagen, von DL aus Stolberg. Brillantes Display, genau das, was ich zum Betrachten von Fotos gesucht habe. Ja. Sehr gut. Das ist genau der Punkt. So, jetzt haben wir natürlich auch da das passende Zubehör. Ich mach's mal richtig zu. So, und das ist eine wirklich wunderschöne Schutztasche, die wir Ihnen jetzt hier anbieten. Eine Nylonhülle, die wirklich super ist. Die ist natürlich komplett abwaschbar. Also da kann auch mal von mir aus von den Kindern mal ein Kakao drüber gehen. Die ist sogar wasserfest. Und, guck mal hier. Und du hast sogar noch ein Zusatzfach. Mhm. Beispielsweise mal für ein Ladekabel oder für die ein oder andere Speicherkarte. Oder was man auch eben immer so dabei hat. Ich habe das auch. Oder mal für eine Powerbank zum Beispiel, dass du nochmal eine Portion extra Energie dabei hast. Und die sieht auch noch richtig scharf aus hier durch diese Nähte, absolut, dieses Abgesetzte hier. Voll mit Design hier. Ja. Auf Nylon, ne? Gut. Eine Schaumstoffmappe, also von dem her innen drin auch komplett vor Stößen und vor Fällen geschützt. Ja, diese Noppen hier sind wie so ein Bumper, ne? Mhm, genau, das sind wie so Luftpolsterchen dann irgendwo. Und die sorgen natürlich, wie gesagt, wenn es mal runterfallen sollte, was man nicht hofft, aber kann ja immer mal was passieren, dann wirklich, dass da eine Auffangmöglichkeit da ist. HZ2161 und die 569 Nylonhülle. Übrigens, auch hier ist ein Aufsteller mit dabei, auch hier können Sie natürlich Filme und Videos anschauen, wie auch immer Sie das möchten. Das macht dann gleich so ein bisschen was her, wie wenn es ein kleines Notebook sogar wäre. Ne? Übrigens, aber, ganz kurz noch, by the way, bevor ich das vergesse, wir haben das am Wochenende mal ausprobiert bei uns zu Hause. Und? Ja, ich habe ja diese Online-Videotheken erwähnt und da waren so 2, 3 Filme drin, die man sich natürlich auch für teures Geld in der Videothek ausleihen kann. Aber wir haben die einfach mal mittels eines Adapters auf den großen Bildschirm im Wohnzimmer projiziert. Geht ja auch, ne? Die Qualität, super, ne? Absolut klasse. So, wir kommen aber zur Schutztasche für unsere 9,7 Zoll
Modelle. Nicht nur für unsere, natürlich passen auch andere 9,7 Zoll Geräte da rein. Ein iPad 1 bis 4 zum Beispiel kann da auch jederzeit rein. Ein Samsung, ein Galaxy Tab zum Beispiel. Auch die Geräte passen da rein. Hier auch wieder die praktische Aufstellerfunktion. Und diese Klettecken, die wir hier auch noch in achtfacher Ausfertigung dabei haben, die sorgen ja wirklich für volle Flexibilität. Genau. Da passen nochmal kleinere Geräte rein. Ja, diese Klettecken, die sind wirklich klasse. So muss ich mich jetzt nicht immer festlegen, was man steigert sich ja manchmal vielleicht auch. Ne? Man hat mal ein kleineres, ein größeres Gerät mit dabei. Oder, also ich finde das ganz praktisch, dass ich das hier größenmäßig wirklich ganz locker anpassen kann und das wirklich nur anhand von einem Klettverschluss sozusagen, ne? So eine kleine Klettecke, dann kann ich das super bequem, alle Geräte, die ich brauche, ne? Also bis zu 10 Zoll, sehen Sie ja, passt auf jeden Fall locker rein. Alles, was kleiner ist, wird dann eben mit der Schutzecke befestigt. Also auch mal ein 7 Zoll, ein 8 Zoll Gerät, du kannst theoretisch sogar ein ganz normales Smartphone reinpacken, wobei die Schutzhülle dann natürlich dreimal so groß ist wie das Smartphone. Also wirklich maßgeschneidert für die 9,7 Zoll Größe. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal den Preis an. Natürlich schauen Sie, wenn Sie sich so ein Gerät kaufen, auch mal nach einer passenden Schutzhülle. Also für unter 30 Euro ist das wirklich mal eine Hausnummer. Wenn Sie da Originalprodukte vom Hersteller mit unternehmen, sind Sie bei einer vergleichbaren Qualität bei 70, 80 Euro angekommen. Und Sie wissen selbst, dass das kein dummes Zeug ist, was ich Ihnen gerade erzähle. Also tolle Möglichkeiten, sowohl die Nylon-Schutztasche als auch diese hier. Gefällt mir beides richtig gut. Aber den Speicher haben wir angesprochen. Und gerade bei unseren Tablets müssen Sie sich eben nicht im Vorfeld entscheiden, wie viel Speicher Sie denn eigentlich haben möchten. Woher soll ich das auch bitte wissen? Ich entdecke das Gerät ja erst mit den Kamerafunktionen. Ich stelle fest, wie toll die Bilder sind, wie toll die Videos und dergleichen aufgenommen werden können. Und dann entscheide ich mich natürlich beim Kauf erstmal für eine kleine Variante, weil sie günstiger ist. Und stelle dann nach 3 Monaten fest, jetzt reicht mir der Speicher nicht mehr. Ne? Ja, ich finde es auch immer blöd, wenn man sich da im Vorfeld festlegen muss. Wie du gesagt hast, man entdeckt das Gerät ja erst. Man entdeckt ja erst auch die Möglichkeiten, von denen man vorher gar nichts geahnt hat. Also von dem her können Sie ganz, ganz variabel entscheiden. 16 GB haben wir Ihnen eben vorgestellt mit der PX6649 und der 569. Es geht allerdings noch einen Ticken größer, nämlich bis zu 32 GB. Und machen wir uns nichts vor, das ist nicht nur für ein Touchpad natürlich geeignet, natürlich auch für eine Digitalkamera, für Navigationsgeräte. Also Sie merken ja immer mehr, auch wenn Sie unsere Sendung verfolgen, dass diese Karten für Sie ganz, ganz wichtig sind, dass Sie die variable Möglichkeit auch durchaus nutzen können mit 32 GB. Wenn Sie das benötigen, dann bestellen Sie sich die PX9118 und die 569 oder wir nehmen natürlich die ganz, ganz großen. Ne? Die 64 Gigabyte, die haben es natürlich auch ordentlich in sich. Ne? Und das passt natürlich jetzt speziell auch zu unserem X10 Quad. Also gerade bei dieser Darstellung, gerade auch bei diesen tollen Kameras, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, möchte man wirklich ein bisschen mehr Speicher haben. Glauben Sie uns, Sie werden sich ärgern, wenn Sie da nur 16 Gigabyte reinpacken. Greifen Sie lieber zur großen, das ist auch noch eine Class 10 mit 64 Gigabyte, noch etwas schneller von der Schreib- und von der Lesegeschwindigkeit her. Und für, was haben wir hier, bei der großen, für 52,16 blenden wir gleich noch ein, kann man wirklich nichts mehr dagegen sagen. Ich habe jetzt am Wochenende noch mal beim Elektronikfachmarkt geguckt. Da liegen 64 Gigabyte Karten, je nach Anbieter, schnell mal bei 70, 80, auch 90 das Euro, habe ich gesehen. Ja. Wir haben mittlerweile ja vom Speichermedium her, also auch so eine CD oder auch eine DVD, schlichtweg abgelöst. Ich habe immer noch CDs und DVDs, klar, aber so eine Micro-SD-Karte ist 1 Gramm leicht, so groß wie der Fingernagel des kleinen Fingers hier. Hast du auch noch Kassetten? Im Keller irgendwo. Ich hab noch ein Tape-Deck gefunden, ein altes bei uns im Keller. Irgendwann baue ich es noch mal auf und dann machen wir mal einen Retro-Abend, oder? Ich habe auch ausgemistet am Wochenende, was ich noch. Aber unglaublich. So, wir haben jede Menge tolle Produkte für Sie im Angebot. Das haben Sie sicherlich gemerkt, aber vielleicht haben Sie die ein oder andere Bestellung aber vielleicht gar nicht so schnell mitnotiert. Deswegen fassen wir auch noch mal zusammen. Wir starteten mit unserem kleinen, süßen Touchlet SX7 V2. Das ist wirklich was ganz, ganz Tolles und unser kleiner Geheimtipp für alle, die so gerne ein bisschen sparen möchten. Mit dem neuen Android zum wirklich super kleinen Preis von unter 150 Euro. Die Bestellnummer, die PX8845 und die 569. Hier haben Sie nicht nur ein Tablet-PC, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, 2 SIM-Karten mit einzulegen. Das heißt quasi doppelter Telefoniespaß. Ein Quadband haben Sie dabei, dass Sie fast alle Handynetze dieser Welt nutzen können. Mobil surfen und telefonieren und das mit einem IPS-Display mit 17,8 cm in der Diagonale.
Diagonale. Also wirklich einen absoluten Schnapper, ne? Für 149,90 €. Unfassbar. Also, um hier mal die große Welt der Tablets kennenzulernen, gerade im 7-Zoll-Bereich, eines der meistgekauften Geräte überhaupt hier bei uns bei Pearl. Da geben wir Stückzahlen raus, das ist wirklich der absolute Hammer. Die Schutzhüllen haben wir Ihnen auch noch gezeigt. Und das ist natürlich eine spezielle Schutzhülle für alle 7-Zoll-Geräte, also für alle, die auf eine Diagonale von knapp 18 cm kommen. Für die Tablets natürlich, für das SX7 V2 wie maßgeschneidert. Auch so ein kleines Netbook passt da mal rein. Wenn Sie vielleicht noch so ein EPC oder was zu Hause haben, würde der auch locker passen. ZX1000 wäre da die Bestellnummer und die 569 für unter 5 €. Natürlich absolute Spitzenklasse, aber auch das ist nicht zu fahren. Das finde ich auch immer super schön. Sieht aus wie so ein kleines Filofax. Das hatte man ja früher so in den 80er, 90er. Vielleicht haben Sie es ja immer noch zu Hause. Dann wissen Sie um die Wertigkeit unserer Lederschutztasche in Lederoptik. Also wirklich ein ganz toller Bodyguard für Ihr Touchlet mit der PX5927 und der 569 für gerade mal 18,91 €. Gehen Sie ruhig mal raus und vergleichen Sie die Preise. Da werden Sie ganz, ganz schnell zu Pearl TV zurückkommen, weil das ist wirklich ein absolutes Schnäppchen. So, das ist eins der beliebtesten Tablets überhaupt in der Geschichte von Pearl und auch in der jüngeren Geschichte von Pearl TV. Auf Ihren Wunsch so zusammengestellt, ein Wahnsinns-Tablet mit 20 cm Bilddiagonale, mit einem Telefonkartenschacht. Das heißt, Sie können damit telefonieren, können unabhängig vom WLAN auch jederzeit mobil, wenn Sie unterwegs sind, mal eben schnell ins Internet gehen. Zwei Digitalkameras haben wir mit dabei, den schnellen 4-Kern-Prozessor und eben zwei Wahnsinns-Digitalkameras. Eine nach vorne, eine nach hinten und das für noch nicht mal 190 €. PX8841 und die 569. So, vielleicht mögen Sie eigentlich ein Touchlet oder ein Smartphone ganz gerne, wo Sie so mit den Fingern eingeben können, Nachrichten schreiben können, SMS schreiben können, WhatsApp-Nachrichten schreiben können, aber Sie vertippen sich die ganze Zeit und sind es irgendwie auch leid, dass permanent Ihre Fingerabdrücke drauf zu sehen sind. Dann entscheiden Sie sich für unseren praktischen Stift mit der HZ1883 und der 569. Da hat man auch keine Schmierereien mehr und definitiv trifft man dann auch den richtigen Buchstaben und die richtige Zahl. Genau. So, ich sag mal jetzt natürlich auch noch die Schutzhülle für die 8-Zoll-Geräte, also alle Tablets, die auf eine Diagonale von 20,3 cm kommen, so natürlich auch unser X8 Quad Pro. Mit der ZX1004 bekommen Sie unsere wunderschöne, schlank designte Schutzpolstertasche für unter 7 €, für 6,56 €. Glauben Sie mir ja, der Schaden wird wesentlich größer sein, wenn das Gerät mal runterfällt und die Schutztasche nicht drumherum ist. Deswegen für ein kleines Taschengeld am besten gleich mit dazu bestellen. Mhm. Für Ihre 8-Zoll-Geräte haben wir natürlich auch eine Lederschutztasche, auch hier wieder in Lederoptik, wieder Ihr toller Bodyguard. Die haben eine Aufstellerfunktion, die ist ebenfalls mit dabei, innen drin ganz, ganz schön und samtweich. 100% Polyester innen schützt eben Ihr Touchlet. 23,66 €, auch da wieder ein sensationeller Wahnsinn. Preis mit der PX5926 und der 56. Und es sieht echt toll aus, ne? Die sieht wunderschön aus. Ja. Ich habe noch einen alten Mulberry-Timer in der Schublade, den nutze ich heute noch. Echt? Übrigens. Ja, ja, und der ist im Laufe der Jahre so schön speckig geworden. Die werden immer schöner, die Taschen mit der Zeit. So, unser X10 Quad, solange wir noch welche haben, sollten Sie wirklich zugreifen. Das ist Wahnsinn, was da reingepackt wurde. Knapp 25 cm in der Diagonale, Glasdisplay, ein schönes, schlankes Design, 4-Kern-Prozessor, ein schneller Arbeitsspeicher natürlich, 2x2 Megapixel in Form von zwei Digitalkameras, bis 64 GB Speichermöglichkeit und Sie können die Inhalte Ihres Tablets auch jederzeit auf Flachbild schon wiedergeben. PX8880 und die 569. Ja, und hier gibt es noch eine passende Nylonhülle ebenfalls mit Aufsteller für Ihren X10. Innen drin gibt es so ganz tolle Schaumstoffnoppen, die sorgen natürlich dafür, sollte das X10 einfach mal auf den Boden platschen, was hoffentlich nicht passiert. Der ist definitiv geschützt, da passiert gar nichts. Übrigens ist ein großer Schutz vor Stößen, Staub und sogar Wasser da. Für 12,26 € bitte unbedingt noch in den Bestellkorb mit hineintun mit der HZ2161 und der 569. So, wir haben natürlich auch noch mal für die 9,7 Zoll großen Tablets unsere Lederimitat-Schutztaschen für Sie im Programm. Das Schöne ist, dass das hier wirklich maßgeschneidert ist für unser X10 Quad, aber eben auch mal für ein iPad 3 oder ein iPad 4 von mir aus. Dadurch, dass wir aber auch Klettecken mit dabei haben, passen auch 7 oder 8 Zoll Geräte locker da rein. Das heißt, die Größe spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle. Für 28,41 € ein unfassbarer Schnapper am heutigen Tag mit der PX5928 und der 569. So, und bei uns brauchen Sie sich im Vorfeld nicht
festlegen, ja, wie viel Gigabyte will ich denn jetzt? Ach, 16, 4, bin noch gar nicht so ganz sicher. Bei uns brauchen Sie sich nicht festlegen. Bei uns können Sie ganz einfach selbst austesten, wie viel Sie brauchen. 16 Gigabyte mit der PX6649 und der 569 für 15,11 €. Die 32 Gigabyte mit der PX9118 und der 569. Und da haben wir auch einen sagenhaften Preis. Den blenden wir Ihnen auch gleich noch mal ein. So, wo sind wir aktuell? Nein, es ist wohl weg. So, das war, dieses war der erste Streich, aber der zweite folgt zugleich, oder wie heißt es so schön? So ungefähr. Aber jetzt muss ich dich mal fragen, wie viel Smartphone braucht eigentlich ein Mensch? Ganz ehrlich, wenn du mich persönlich fragst, glaube ich, wird mitunter mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Du hast ja hier wirklich fast einen mobilen Computer in der Hand. Ja. Aber ich möchte für so einen Teil, auch wenn es noch so brillant und noch so schnell ist, bitte keine 700 oder 800 Euro auf den Tisch legen. Nee. Wer kann oder wer hat das denn heutzutage schon? Ein modernes Smartphone sollte natürlich gut ausgestattet sein, aber bei weitem nicht unbedingt so horrende Kosten verursachen, wie das bei den meisten Anbietern tatsächlich auf dem deutschen Markt der Fall ist. Das, was wir Ihnen jetzt anbieten, ist ein Wahnsinns-Smartphone, das SP101. 21 wird gerne gewählt von unseren Kunden mit unterschiedlicher Altersstruktur. Da greifen die 19-, 20-Jährigen genauso zu wie die 70-, 80-Jährigen hier bei uns, weil es top ausgestattet ist und darüber hinaus einen mega günstigen Preis hat. Die 142,41 ist unfassbar. Man hat mir vor kurzem seitens meines Anbieters ein iPhone 5S angeboten, mit einem Zweijahresvertrag natürlich. Ich hätte das Telefon jeden Monat mit 20 Euro abbezahlen müssen und hätte eine Einmalzahlung von 199 Euro gehabt. Bei der 32 Gigabyte Variante hätte ich ja gleich Dreck kaufen können. Ja. Jetzt haben wir hier tatsächlich ein Wahnsinnsgerät mit einem 4 Zoll großen Display. Das sind 10,2 Zentimeter. Also schon recht beachtlich, finde ich, für ein Smartphone. Aber interessant natürlich die Auflösung. 640x360 Pixel auf dieser Größe verteilt, sorgt eben genau für diese brillante Darstellung, wie Sie es hier gerade eben gesehen haben. Und natürlich sorgt der Zweikernprozessor mit der 1 Gigahertz Taktung und dem 3D-Beschleuniger nochmal für ein wirkliches Erlebnis, wenn man sich Internetseiten aufruft oder wenn man vielleicht auch gerne mal in soziale Netzwerke geht und sich die kleinen Videos anschaut. Ja, toll ist das natürlich auch, weil es so ein Stück weit ein Einsteiger-Smartphone auch ist, denn alles, was Tamtam ist, was man nicht unbedingt braucht, darauf ist verzichtet worden, aber alles, was notwendig ist und eben ein Smartphone ausmacht, daran haben wir selbstverständlich gedacht und deswegen ist es eben auch für alle Altersstrukturen gedacht, also wirklich für die Kinder, Jugendlichen, die das allererste Mal ein Smartphone in der Hand haben, aber eben auch für die ältere Generation, weil es eben, wie gesagt, diesen ganzen Tamtam nicht hat, den man sonst ja gar nicht braucht. Trotz allem natürlich brillante Farben, den Doppelkernprozessor und auch hier kommen unsere Speicherkarten nochmal zu Gange. Hier haben Sie die Wahl, bis zu 32 Gigabyte eben auch mit anzuschließen, denn auch da haben Sie natürlich wieder Android mit dabei und Android bedeutet auch, dass Sie hier die Möglichkeit haben, sich wieder sämtliche Apps runterzuladen, die eben das Google App Pack so anbietet. So, wir haben auch eine Kamera mit dabei und die Kamera, die ist wirklich super brillant, denn hier haben wir sogar 5 MP mit LED-Blitz. Muss ich wieder... Darf ich, Frau Kollegin? Bitte schön. Ja, Augenblick. Oh. Zack. Ich schicke ein Küsschen zu meinen Zuschauern. Sehr, sehr gerne. Pass auf, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Zufrieden? Kann man zeigen? Ja, ne? Komm, so sehe ich halt aus. So. So sehen Fotos mal eben schnell geschossen mit einer 5-Megapixel-Kamera auf. Also Sie werden in der Zukunft niemals wieder Ihre Digitalkamera mit sich führen. Mittlerweile haben Sie hier also wirklich Aufnahmequalitäten, die locker an diese hochkarätigen Digitalkameras rankommen. Also eine schöne Aufnahme geht natürlich genauso gut wie mit den Videos. Und das Schöne ist, Sie können sich den Anbieter, also für die SIM-Karte, die hier reinkommt, selber aussuchen. Ja, man muss ein bisschen gucken, wie ist die Netzauslastung da bei Ihnen in der Ecke beispielsweise. Aber ist wurscht, ob das die Telekom ist, Vodafone, O2, Base 1&1 oder wie sie auch heißen. Auch eine Prepaid-Karte passt da locker rein. Ist also vertrags- und SIM-lockfrei. Und mit 142,41 € final bezahlt. Das Telefon gehört dir. Das, du wirst viele Jahre Freude dran haben. Das finde ich halt dann klasse. Ne? Nichts mehr abbezahlen oder sonst irgendwas. PX3594 und die 569. Ich muss Ihnen jetzt aber unbedingt noch mal sagen, wie lange Sie Standby haben. Die Standby-Zeit beträgt 375 Stunden. Ist das Wahnsinn. 375 Stunden. Da wirst du vergessen haben, wo du dein Ladekabel hingelegt hast, wenn das Telefon da irgendwann leer ist, oder? Ganz ehrlich, das ist wirklich 375 Stunden. Ja, ja. Unglaublich. Ich weiß noch, wie ich mein Smartphone früher immer, wie oft ich das aufladen musste und war immer ganz panisch gewesen, wenn ich das Ladegerät fürs Auto vergessen hatte, weil irgendwie, du hast immer eine Steckdose oder sonst irgendwas immer gebraucht, damit es aufladen konnte. So. Also das ist natürlich eine ordentliche Kapazität. So, auch hier haben wir ein Schutzetui, ein sogenanntes Sleeve für Sie. Und das sieht auch wieder ganz, ganz toll aus, ganz praktisch, ganz stylisch, denn
Anja, ist wie so eine kleine Tasche. Du sagst immer so ganz gerne, die Socke deines Sohnes, die hast du früher mal benutzt. Meine erste Schutzhülle für mein erstes Smartphone war ein Babysöckchen meines Sohnes. Mhm. Jetzt hat er mittlerweile Schuhgröße, ich glaube 34 inzwischen, im Alter von 7 Jahren. Das ist eigentlich unfassbar. Das heißt, da passt ein Tablet rein mittlerweile, wenn ich die Socken meines Sohnes verwende. Aber das war damals einfach so. Ich musste mich damit beschäftigen. Deswegen sage ich immer Söckchen dazu, witzigerweise. Ja. Das hier ist auch wieder so eine Art Neopren-Kunststoff-Variante. Extrem widerstandsfähig und wirklich sehr robust und natürlich auch abwaschbar, wenn da mal was dran ist. Ja, oder wenn man ein bisschen fleckig ist oder was, dann waschen Sie es eben mit feuchten Lappen ab. Und wenn so ein Telefon mal runterfällt hier, ja, mal aus der Hand fällt, wenn Sie das Auto aufschließen oder wenn der Hund mal auf einmal zerrt oder was, dann ist das Telefon eben einfach geschützt und bricht nicht gleich in 1000 Teilen auseinander, wenn es dann eben mal auf den Boden fällt. Und für gerade mal 9,41 € ist das meines Erachtens ein perfekter Bodyguard für das SP121, was wir eben gerade gezeigt haben, aber auch das SP2X Slim. Sie kennen vielleicht das dünnste Handy der Welt und das SP120 passen da locker rein, also für alle 4 Zoll Smartphones sozusagen. Jetzt hast du zu Beginn der Sendung, hast du uns ja schon ganz, ganz großen Appetithappen einfach so mal hingeschmissen. Jetzt haben wir ja ganz lange warten müssen, bis wir endlich wieder so weit waren, bis die Zeit gekommen ist. Aber ich glaube, es hat sich definitiv gelohnt, dass wir sie hier ganz heiß gemacht haben auf unser DualSIM SPX 24 HD. So, und jetzt Achtung, jetzt kriegen Sie alle Falten von mir direkt zu sehen. Also, warte, ich mache ein Video von dir. Du machst sogar ein Video von mir? Ich gehe mal in die Folge hier. Okay. Dann grüße ich alle ganz, ganz lieb, die jetzt zu Hause vor den Bildschirmen sitzen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich hoffe, Sie genießen den Tag hier bei Pearl TV. Und ich sende auch Ihnen noch einen dicken Kuss nach Hause. Super. So, pass auf, das schauen wir uns jetzt natürlich mal an. Ja, Moment. Mal eben in die Videos gehen. Kommst du her? Achso, der läuft noch. Moment. Den machen wir mal aus. Ja, gestochen scharfe Bilder. Also liebe Zuschauer, wenn Sie da jetzt irgendwelche Falten bei mir sehen, dann sind die wirklich so. Da ist nichts bearbeitet oder sonst irgendwas. Denn wir haben hier HD-Quality, so sagt ja eben auch schon der Name unseres DualSIM-Smartphones. Und DualSIM natürlich auch hier die Möglichkeit, 2 SIM-Karten einzulegen. Ich muss jetzt schon lachen. Das gucken wir uns natürlich jetzt mal an. Die DualSIM-Funktion ist super, weil Sie natürlich jetzt hier nicht immer 2 Geräte mit sich führen müssen und eben auch im Ausland volle Flexibilität haben. Aber jetzt schauen Sie sich das bitte mal an. Wenn Sie jetzt mal unterwegs sind und die Kinder fangen an zu spielen oder die Hunde spielen miteinander, wenn Sie beim Gassi gehen sind und Sie brauchen einfach mal schnell eine funktionstüchtige und vor allen Dingen eine gut auflösende Kamera, egal für Fotos oder für Videos, dann ist das hier absolut perfekt. Schauen Sie sich mal die Qualität an. Das ist ein Hammer. Wirklich der absolute Hammer. Und du kannst natürlich mit dem guten Stück jetzt auch jederzeit deine Videos rucki-zucki in die sozialen Netzwerke reinbringen, per E-Mail verschicken, auch mal aus dem Urlaub heraus, denn das Telefon funktioniert wirklich weltweit. Eine brillante HD-Auflösung rundet das Ganze ab. Also ich bin geflasht von dem Teil. Es ist super toll. Und auch die Größe hier mit fast 13 cm in der Diagonale ist natürlich spitze. Du erkennst was und suchst nicht dauernd deine Brille. Jetzt pass mal auf, wir haben hier auch eine Kamera, 8 MP. Ja, ja. 8 MP mit Blitz und nochmal 3 MP dann eben vorne, wenn Sie Selfies machen möchten, also sich selbst fotografieren möchten. Da gibt es ja auch ganz lustige Bilder, die da mittlerweile auf den sozialen Netzwerken eingestellt werden. Aber auch die haben dann eine sagenhafte Qualität von 3 MP. Also das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Ja. Ein GPS-Empfänger, den haben Sie auch mit dabei. Ein Google App-Pack logischerweise auch wieder. Es ist auch ein Multimedia-Player. Ne? Also das heißt, ich kann da durchaus zum Beispiel meinen Lieblingsradiosender wählen, dann dort den Livestream eingeben. Dann haben Sie auch eine ganz tolle Qualität. Öfter mal hört man das ja, dass die qualitativen Ergebnisse bei so manch anderen Smartphones nicht ganz so toll sind. Aber hier muss ich Ihnen wirklich sagen, eine absolute Ton- und Bildqualität, die es wirklich in sich haben. Und nochmal DualSIM, die Funktion ist natürlich, dass Sie 2 SIM-Karten einlegen können. Berufliches, privates Handy. Logischerweise macht es dann auch einfacher, wenn Sie es laden möchten, denn Sie laden nur noch ein einziges Gerät und müssen nicht erst gucken, oh Gott, wie viel Akku hast du auf dem privaten noch? Das würde mich wahnsinnig machen, wenn ich jedes Mal gucken müsste, es klingelt, welches Telefon war es denn jetzt? Bis ich das gefunden habe, ist der Anruf längst weg. Dann habe ich 2 Ladekabel, 2 verschiedene Kopfhörer mit dabei. Das ist ein Kabelgedöns. Das möchte ich wahrlich nicht mehr unbedingt haben. Also hier ist die Qualität einfach überzeugend. Das Gerät ist schnell. Die Kameras sind wirklich Wahnsinn. Hammer. Diese Dual-SIM-Funktion, die kannst du nutzen, musst sie aber nicht. Wenn du nur eine Karte reinpacken willst, ist das auch in Ordnung. Genau. Aber du hast natürlich auch hier diesen GPS-Empfänger noch mit dabei. Das heißt, du machst hier auf einer Diagonale von fast 13 cm, auch wenn du unterwegs bist, immer ein aktuelles Navigationsgerät aus deinem Smartphone. Mhm. Das ist ein Knaller, das Teil. Und für 237,41 € eine klare Kampfansage auch an den Mitbewerb, auch an die, die vom Design her
immer glauben, sie haben den Stein der Weisen entdeckt. Ich finde, es ist eines der schönsten Smartphones, das ich jemals in der Hand hatte. Das ist die PX3569 übrigens und die 569. Und ich habe jetzt hier, Sie hören das vielleicht im Hintergrund, mal eben schnell den Livestream von Pearl TV geladen. Komm, das gucken wir uns noch mal gerade an. Dann reden wir auch gerne über die Schutztasche. Guck dir das mal an, wie präzise und wie gestochen scharf das funktioniert. Völlig ruckelfrei hier. Das liegt natürlich an dem schnellen Prozessor. Ja, so einen Schatz haben Sie. So ein Schatz möchte auch geschützt werden. Deswegen gibt es auch hier die passende Simwelly-Handy-Tasche für Ihr SPX24 HD. Ganz weich, ganz anschmiegsam. Wir haben hier auch wieder ganz samtig irgendwie, ne? 100% Polyester, also ganz, ganz toll. Sorgt natürlich dafür, dass hier keine Kratzer oder Ähnliches auf Ihr SPX24 HD kommen. Ist definitiv maßgeschneidert, abwaschbar und ist natürlich auch ein Originalprodukt von Simwelly Mobile. Ne? Also von dem her ist alles perfekt. Ja, da kannst du rütteln und schütteln. Da kann ich rütteln und schütteln, da kann ich schieben und ziehen, so viel wie ich will. Schön ist vor allen Dingen allein die Optik hier. Letztens sagte mal ein guter Bekannter von mir, sagte, ich kaufe mir doch kein dünnes Smartphone, um es dann in der Hülle zu verstecken. Doch, weil ich lange Freude daran haben möchte. Mhm. Und mir geht es nicht um die Größe oder um die Dicke, mir geht es tatsächlich um die tolle Auflösung hier. Mhm. Hier hast du alle entsprechenden Öffnungen frei. Das heißt, du kannst das Gerät laden, ohne aus der Tasche zu nehmen. Du kannst Fotos machen, ohne es aus der Tasche zu nehmen. Lauter, leiser, was auch immer du machen möchtest, kannst du damit machen. Aber hast es eben einfach geschützt. Die Ecken sind geschützt, wenn es dir mal aus der Hand fällt, wenn es mal vom Tisch runterrutscht beispielsweise. Wenn die Kinder mal damit spielen, ist es natürlich auch entsprechend geschützt. Also eine tolle Möglichkeit, wirklich lange Freude an ihrem neuen Smartphone zu haben. Und das für 16,06 €. Bestellnummer hier ist die HZ2182 und die 569. Ich hätte es fast nicht rausgekriegt. So stabil ist das da drin. Das Wahnsinn. Aber wir möchten Ihnen ja auch noch unsere Docking Station vorstellen. Mhm. Das ist im Grunde nochmal die Möglichkeit zu laden, Daten zu aktualisieren. Und das hat wirklich ein ganz tolles, edles Design. Denn wenn ich jetzt mal einfach mein Ladegerät vergessen habe, weiß ich aber, ich habe meine Docking Station hier nochmal mit dabei und kann das ganz bequem hier anlegen. Das ist vielleicht über Kopf geht das ein bisschen schwierig. Ich glaube, da ist der Adapter noch drin, oder? Du hast zwei verschiedene Adapter mit dabei. Schön natürlich, allein die Tatsache, dass man eben hier den Aufsteller hat. So, und ich habe persönlich mag einfach auch eine Präsentation für mich persönlich zu Hause. Das heißt, wenn ich das Gerät lade, habe ich es normalerweise irgendwo auf dem Tisch liegen mit einem 1,5 Meter langen Kabel an der Steckdose. Finde ich nicht wirklich schön. Ja. Dann habe ich doch lieber so eine vernünftige so eine Aufstellerfunktion. Genau. Finde ich super klasse. Und da kannst du natürlich nicht nur hier dein neues SPX24 HD reinpacken. Du kannst natürlich auch jederzeit mal ein Galaxy in S3 oder ein S4 oder was reinpacken, hast dann den passenden Adapter mit dabei und steckst das jetzt einfach so mit rein. Jetzt so hast du natürlich auch mal einen schönen digitalen Bilderrahmen. Da kannst du jetzt auch mal deine Bilder beispielsweise als Diashow durchlaufen lassen oder mal deine Musik laufen lassen. Es sieht einfach schön aus und für 16,06 € ist das meines Erachtens eine tolle Möglichkeit, auch ihr neues Smartphone publikumsträchtig in Szene zu setzen. Sieht einfach klasse aus und kostet nicht die Welt. Die PX3435 und die 569 wäre hier die passende Bestellnummer für Sie. Es bringt Ordnung ein Stück weit in das Chaos der mobilen Endgeräte, was normalerweise zu Hause herrscht. Und natürlich zeigen Sie auch einen gewissen Stil und das für kleines Geld. So. Wir kommen zu unserem SP142 und das ist ein Modell, was wir jetzt vor kurzem ins Programm mit aufgenommen haben. Ich erinnere mich sehr gerne daran, dass ich das Vergnügen hatte, mit dem Kai seinerzeit, das ist ein, zwei Wochen her, die Premierenpräsentation zu machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich war also wirklich fast stumm. Ja. Wir waren stolz wie Oscar, weil das ist ein traumhaft schönes Gerät, was wir jetzt hier für Sie haben. Und ehrlich gesagt, von der Ausstattung her, vom Feinsten, schnell, hoch auflösen. Mhm. Toll ausgestattet mit Digitalkameras, GPS, Bluetooth, das komplette Programm. Alles das, was man heute von einem modernen Smartphone erwartet, bietet Ihnen das neue SP142. Jetzt bist du nämlich auch mal dran. So. Wow. Ganz ehrlich, das ist aber auch und, Schwiegermamas Liebling? Scharf. Schau mal. Super. Würden Sie ihn nehmen, liebe Schwiegermamas dieser Welt? Schon, ne? Schon lecker, Gärchen. Ja, vielleicht 10 Jahre jünger. Nee, aber guck mal, gestochen scharf.
Das ist wirklich das ist auch unglaublich. Aber traumhaft schnell auch. Ne? Das muss man an der Stelle natürlich auch mal sagen. Das hat den Vierkernprozessor, na klar, mit einer 1,2 Gigahertz-Takt. Und der Cortex-A5 ist da drin für die Profis zu Hause. Hast übrigens auch einen schönen, großzügigen Speicher. Du hast 3 GB Flash schon vorinstalliert für Betriebssystem, in dem Fall Android 4.1. Und schon mal für die Basisprogramme. Du kannst aber jederzeit mit einer Micro-SD-Karte, und auch da musst du dich bei anderen Herstellern im Vorfeld für die Speichergröße entscheiden, hier ständig variabel sein. Da passen 8 GB rein, 16 oder eben in der Spitze bis zu 32 GB. Und wir haben das eben gesehen, die 32 GB SD-Karten, die kosten bei uns knapp 30 Euro, 28 und ein paar gequetschte. Die packst du einfach mal da rein. Du hast eigentlich unbegrenzten Speicher, denn wenn die Karte mal irgendwann voll ist, nimmst du sie raus und packst einfach eine neue rein zum Beispiel. Genau. Du musst also nichts mehr löschen. Und guck dir das mal an jetzt hier, auch gerade diese Spiele, die immer umfangreicher werden. Ich weiß gar nicht, ob das bei Ihnen zu Hause jetzt so rüberkommt. Das ist wirklich fast schon dreidimensional, als wenn diese Spielfiguren hier im Raum sich irgendwo aufhalten. Das sind Datenmengen, da kommen tatsächlich kleinere Prozessoren schnell mal an ihre Grenze, dann fängt das Spiel an zu hakeln. Möchte man nicht. Deswegen braucht man den schnellen Vierkernprozessor, für den ist das keine wirkliche Herausforderung. Wenn du dir einfach mal so ein kleines Video anschaust bei YouTube oder ähnliches, ne? Kennst du das auch, wenn das dann immer hängt und immer hängt? Oh, das ist so nervig, puffern, das ist so langweilig. Puffern, ja, ja, genau, ne? Slät, das heißt immer Slät. Slät ein bisschen, gell? Da kannst du mittlerweile einen Kaffee trinken gehen, bis sie da manchmal durch sind. Ja, also hier haben sie wirklich ein schnelles Gerät. Ich gucke gerade mal hier, der Google Play Store. Bitte die Darstellung von Internetseiten ist natürlich immer ein Stück weit abhängig davon, wie stark Ihr Netz zu Hause oder auch im Büro ausgeprägt ist. Deswegen bitte, bevor Sie da jetzt einen Provider heranziehen, der Ihnen einen günstigen Vertrag beispielsweise anbietet, schauen Sie mal, was der für eine Auslastung, für eine Datentransferrate bei Ihnen in der Ecke hat. Dort, wo Sie das Telefon am meisten ausprobieren werden. Da vielleicht nicht unbedingt auf 1-2 Euro gucken im Monat, sondern da wirklich auf die Auslastung, auf die Qualität des Netzes ein Stück weit achten. Aber für 189,91 € in dieser Ausstattung mit den 2 Digitalkameras, GPS-Funktion, natürlich dieser schnelle Prozessor mit dabei und noch viel, viel mehr, ist das wirklich mal eine richtige Hausnummer. Hier. 2 Kameras auch hier wieder, ne? Mit 5 MP und mit 1,3 MP in der Front. Autofokus ist natürlich mit dabei, auch wieder der Blitz. Vertragsfrei, auch da legen Sie sich einfach die Karte ein, die Sie möchten, vergleichen Sie die Angebote, aber überlegen Sie nicht lange, was unser Smartphone hier angeht, unser SP142 Quad-Core 4.5. So tolle Bilder, ganz, ganz schnell. Und der Preis, ganz ehrlich, Leute, 189,91 €, wer da nicht zuschlägt, da sparen Sie sich hier bei uns bei Pearl TV schon mal 53%. Wo gibt's das noch? Ne? Wenn Sie sonst irgendwo Winterschlussverkauf oder was es da so alles gibt, dann hat man mal so ein Schnäppchen mit 10% da, 25% vielleicht dort und denkt schon, man ist der König, wenn man da zuschlagen konnte. Aber hier 53%, SP35,95 und die 569. So, auch da gibt es wieder einen Bodyguard, ne? Aber selbstverständlich. Ja. Und ich bin da ein Riesenfan von. Ich habe also immer, bevor ich ein neues Telefon überhaupt mal in Betrieb genommen habe, immer schon mal geguckt, was gibt es denn da so alles noch an Schutzmöglichkeiten. Jetzt haben wir hier wieder fast wie eine Frau, erstmal die Schutzhülle gucken und danach das Handy dann, ne? Ich ärgere mich darüber. Natürlich ist es manchmal so, dass du vielleicht auch mal 1-2 Monate dir ein bisschen was auf die Seite legst, um dir ein neues Gerät dann zu kaufen. Für mich gehört auch das Kaufen zum Erlebnis dazu. Ehrlich? Ich hoffe, wir können Sie da ein Stück weit mitnehmen auf die Reise zu Hause. Uns macht es auf jeden Fall Spaß. Aber das Kaufen an sich gehört für mich genauso dazu wie die Qualität und der Preis. Jetzt haben wir hier eine perfekte Schutztasche maßgeschneidert für das SP142, was wir Ihnen gerade vorgestellt haben mit der HZ2010 und der 569. Und damit kann natürlich auch mal so ein Telefon mal runterfallen, mal aus der Tasche rutschen oder was. Also damit ist es einfach perfekt geschützt. Wir werfen mal einen Blick zurück und zeigen Ihnen nochmal schnell das, was wir in Sachen Handys im Programm haben und zeigen natürlich auch nochmal das passende Zubehör. So, was wir hier haben, ist tatsächlich unser erstes Modell, mit dem wir angefangen haben. Das ist das SP121. Top ausgestattet, aber mega günstig. 4 Zoll großes Display, Android 4.2 drauf, 2 Kernprozessor, 2 mega geniale Digitalkameras, GPS, Bluetooth mit der PX3594 und der 569 für wirklich ein ganz, ganz kleines Geld. So, die perfekte Schutzhülle, sogenannte Sleeve für Ihr neues Smartphone mit der HZ2011 und der 569, Schutz für Ihr SP120, SP121 und das SP2X Slim, also das dünnste Handy dieser Welt, mit der HZ2011 569 für 9,41 Euro. Bitte mitbestellen, dass es da keine Stoßkratzer oder sonstige Hindernisse gibt bei Ihrem schönen Erlebnis mit Ihrem neuen Smartphone. Das hat mich richtig geflasht, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Für diesen Preis, in dieser Ausstattung, Wahnsinn. Klare Kaufempfehlung. 237,41 € für unser SPX24 HD. Schnell vom Prozessor her und megamäßig ausgestattet. 8
Megapixel hat die Kamera nach vorne, natürlich mit LED-Blitzlicht und sogar eine 3-Megapixel-Kamera, die Sie als Webcam oder auch für die Videotelefonie heranziehen können. Also ein richtig geniales Teil mit der Bestellnummer PX3569 und der 569. Weich, anschmiegsam, abwaschbar und maßgeschneidert. Für Ihr SPX24HD gibt es natürlich auch hier bei uns eine Handytasche mit allen Öffnungen, die Sie brauchen, um Ihre Bedientasten auch komfortabel zu erreichen. 16,06 € ist hier der Preis. Die HZ2182 und die 569 sollten Sie sich auf jeden Fall dazu bestellen, denn da spart man ehrlich gesagt nicht. Wenn es mal runterfällt und es ist was kaputt, das ist super ärgerlich. Also da bitte nicht sparen. Und ich würde auch vorschlagen, nicht an unserer Docking Station, weil das auch was ganz Tolles. Nee, also für 16,06 €, an anderer Stelle 25, 30, 35 € normalerweise, natürlich mit USB-Kabel geliefert, das ist ganz klar. Aber hier passt natürlich perfekt das SPX24 HD rein, steht dann schön aufrecht, ist aber auch ein Adapter mit dabei, passt also auch mal in Samsung Galaxy S3 oder S4 mit rein. Zu bestellen bitte mit der PX3435 und der 569 für 16,06 €, fast 50% Preisvorteil. Schau dir das mal an, das wird ein Knaller. So, du hast eben geschwärmt, ich tue es natürlich auch und ich glaube, alle, die unser Quad-Core 4,5 Zoll bereits zu Hause haben, unser SP142, ein ganz, ganz tolles Smartphone mit der PX3595 und der 569, gestochen scharfe Bilder, hier haben sie einen 4-Kern-Prozessor, also können Sie davon ausgehen, dass alles ratzfatz funktioniert, es ist vertragsfrei und der Preis, Leute, 189,91 €, der ist unschlagbar, so viele extra kleine Details, die wir hier mitgedacht haben, aber am Preis, muss ich sagen, aber nicht drauf gesteckt, sondern ganz im Gegenteil, haben wir Ihnen noch einen super günstigen heute hier anbieten können. Genauso, der möchte natürlich auch geschützt werden. Ne? Genau, und das mit unserem Sleeve, maßgeschneidert für das SP142, was Sie gerade noch mal kurz gesehen haben, zu bestellen mit der HZ2010 und der 569 für gerade mal 9,41 €. Also da bitte jetzt nicht den Igel in der Tasche aufspannen, da ruhig mal zugreifen, denn es macht tatsächlich Sinn, einfach hier die mobilen Endgeräte zu schützen. Trotz aller Faszination sind es natürlich moderne elektronische Geräte. Und elektronische Geräte mögen keine Feuchtigkeit und mögen auch keine Stürze. Da geht mal ein Glas kaputt, da geht mal ein Stück von der Rückseite kaputt und das ist ärgerlich. Sie wollen doch lange Freude dran haben. Deswegen am besten an so eine Schutzhülle und vielleicht sogar noch eine Display-Schutzfolie mit dazu bestellen. Dann haben Sie lange richtig Freude dran. Da waren richtig schöne Sachen mit dabei. Ich bin überrascht, dass die Sendung schon fast wieder zu Ende ist. Aber ich bin ganz fasziniert, den Igel in der Tasche aufspannen. Kennst du das nicht? Nee. Geizig ist, hat man Igel in der Tasche. Ja, dann piekt das so, dann hast du keine Lust, in die Tasche zu greifen. Kannten Sie das? Sagt der Kölner mit dazu. Schreiben Sie mir mal an redaktion@pearl.tv, ob Sie den Spruch kannten. Ich bin völlig irritiert, finde ich ganz lustig. Igel in der Tasche auch schon? Machen Sie es gut.